Würdest du in der Situation gegen Lewandowski, würdest du es heute nochmal genauso machen, weil du hättest ihn ja auch laufen lassen können mit in dem Wissen, wenn ich jetzt hingehe, dann kriege ich gelb, dann fliege ich vom Platz, dann bin ich gegen Düsseldorf nicht dabei, oder ist das alles nicht im Kopf in so einem Moment? Ja, das ist, in so einem Moment passiert alles natürlich sehr schnell. Man ist auch natürlich müde, ist letzte Minute. Und, natürlich vielleicht heute denke ich, dass was besser nicht zu machen. Aber das ist auch Fußball, das kann passieren. Und es ist schade, ich bin enttäuscht, aber das ist Fußball manchmal. Ich glaube sicher, in der zweiten Halbzeit hatten wir viel mehr mutig müssen spielen und haben vielleicht ein bisschen zu viel Respekt getont gegen FC Bayern. Und das ist das Schlimmste, was man kann machen gegen ihnen und gegen sie. Und wir müssen besser spielen und weiterhin die zweite Halbzeit war nicht gut und wie wir aus der Kabine sind rausgekommen. Wir haben schon mehrere individuelle Fehler gemacht in der letzten Woche. Ich glaube, das ist mehr das in diesem Moment, was wir Fehler machen. Das ganze normale Spiel, wie wir spielen, verteidigen, ist okay, aber wir machen zu viele Fehler und der Fokus ist nicht da, das ganze Spiel. Ich glaube noch immer meine allgemeine Leistung gut ist, aber ich kann viel besser. Ich muss auch den Fokus haben, ganz 19 Minuten. Das habe ich auch die letzte Woche nicht immer gehabt. Und, das weiß ich selbst auch. Und da muss man dann weiter hart arbeiten und in den Spiegel schauen und gucken, was man besser machen kann. Das ist ein Teil von das Ganze, glaube ich. Auch als ganze Mannschaft haben wir vielleicht ein bisschen weniger Vertrauen, aber wir Schlüsselspieler sind natürlich die Leistungsträger und wir müssen unsere beste Leistung immer bringen und das ist nicht die letzte Woche vielleicht nicht so gewesen und das müssen wir nur sorgen, dass es zurückkommt. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig natürlich, das ist nicht leicht, das Druck wird jetzt größer, weil wir haben nicht gewonnen in 4-5 Wochen und die Situation tabellisch auch ist. Wenn wir in Europa wollen, müssen wir das Spiel gewinnen. Das ist so einfach. Und, das bringt ein bisschen mehr, viel mehr Druck, aber ich glaube, dass wir können das handeln.